Guten Abend auch nochmal von mir aus und wirklich sehr vielen Dank, dass Sie sich eben durch den Besuch der heutigen Veranstaltung um ein Thema kümmern, was in den letzten Jahren sehr in den Hintergrund getreten ist. Im ersten Jahrzehnt, da gab es dann viel Medienberichterstattung und, so und viel Diskussion darüber, aber so seit 5, 6 Jahren Ermüdungserscheinungen, haben wir auch in Berlin festgestellt, auch in der Politik, in den Medien, Afghanistan-Müdigkeit. Und jetzt also eben durch die Entwicklung der letzten Monate ist sozusagen diese Müdigkeit zumindest kurzfristig explodiert. Eben ist ja schon gesagt worden, was ich mit dem Thema oder wie ich vor allem damit zu tun hatte, aber die Grünen selbst also, oder insgesamt haben auch seit Jahrzehnten erheblich mit dem Thema zu tun. Also in den 90er Jahren, in der Taliban-Zeit, haben sich einige von unseren Abgeordneten sehr eingesetzt für Menschenrechte, Frauenrechte in Afghanistan, haben sogar Reisen dahin gemacht, Kontakte zu Leuten im Untergrund, also eben dann geknüpft. Also da hat es einiges an Einsatz gegeben. Das war nicht publikumswirksam, aber trotzdem so wichtig. Und dann aber eben, als dieses Thema dann 2001 auf den Tisch der internationalen Politik knallte, da war das dann sehr schnell ein Thema, was sich gerade bei den Grünen zu dem heißesten und explosivsten Streit unserer ganzen Parteigeschichte entwickelt hat, wo wir zeitweilig kurz davor standen, darüber sozusagen auseinanderzufliegen. Also in meinem Fall, gut, bin ich dann also eben, weil es so strittig war, dann auch intensiver an dem Thema geblieben, nämlich eben nicht nur Beteiligung an Mandatsentscheidungen, insgesamt 20 Mandatsentscheidungen bis 2009 waren das, sondern auch kontrollieren. Was ist dabei rausgekommen? Wie sieht es mit der Umsetzung aus? Ne? Nicht nur die Ansprüche und so, sondern also eben auch, was kommt dabei raus? Das habe ich versucht, also dabei zu ergründen. Und seit meinem Ausscheiden aus dem Bundestag bin ich wohl an dem Thema dran geblieben, weil ich nämlich also in der Zeit sehr viele kennengelernt hatte, die dorthin im politischen Auftrag entsandt worden waren. Und die habe ich also als bemerkenswerte Menschen also kennengelernt und dieser Faden sozusagen, der war dann fast also entscheidend dann auf die Dauer. Und im Beirat Innere Führung zum Beispiel leite ich also jetzt seit 10 Jahren so eine Arbeitsgruppe Einsatzrückkehrer, wo wir uns stark also eben mit den Problemen von seelisch Verwundeten also eben beschäftigen. Gut, und andere Zusammenhänge, aber da will ich jetzt nicht so sehr in die Einzelheiten gehen. Ich habe den Vortrag grob folgendermaßen gegliedert, nämlich einmal die ersten Jahre, dann zweitens die Verschärfung der Situation vor Ort bis zu dem ISAF-Abzug, also von der internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe im Jahre 2014 und Übergang zu der Beratungsmission Resolute Support und dann schließlich der Teil Verhandlungen, Abzug, Sieg der Taliban und schließlich als letztes Bilanz und wie weiter. Ich bin Zeitzeuge von dieser Entwicklung, also zumindest also eben, was die Berliner Politik also angeht. Und bei so Zeitzeugen oder bei so Beteiligten ist ja das Risiko, es läuft in Selbstrechtfertigung sozusagen. Ne? Und da versuche ich mich also unter Kontrolle sozusagen zu halten. Also das ist zumindest mein Vorsatz. Wenn zwischendurch mal Verständnisfragen sind, bitte dann direkt, wenn ich es, dann, ja. So, und jetzt dann also eben zu den Startjahren. Jetzt der Einstieg ganz aktuell. Eben links ist ein Bild, kommt da nicht so toll raus, aber Sie kennen das ja jetzt also aus den Medien, ne? Was da für ein fürchterliches Chaos also am Kabuler Flughafen ab dem 15., 16. August also stattfand, wo also eben sehr viele Menschen versuchten, bloß raus aus Afghanistan so zu kommen.
das war der 16. August und dann also eben daneben, das ist bei mir auf der Facebook-Seite, habe ich das eingestellt, nämlich der Hilferuf von einer Menschenrechtsaktivistin aus Kunduz. Dieser Hilferuf hat mich per E-Mail am 30. März erreicht. Und die sagte, wir hätten uns getroffen dort vor Ort, 2008, kann ich mich noch daran erinnern, was die da also eben damals also eben im Raum Kunduz also alles also hingekriegt haben, in dem Bereich, also auch was Einsatz von Frauenrecht, für Frauenrecht und so weiter angeht. Und sie hatte inzwischen tatsächlich erfahren, sie stand auf einer Todesliste. Und ihr Schwager war schon wenige Wochen vorher, der auch in solchen Bereichen arbeitete, war schon entführt worden, erschossen worden und die Erschießung ist sogar auf seine Facebook-Seite gestellt worden. Da habe ich mir gedacht, nee, die muss rausgeholt werden. Und dann also eben habe ich also einen sehr energischen Brief also eben an den Staatsminister im Auswärtigen Amt geschrieben und deutlich gemacht, die muss jetzt raus. Und da gab es eine erste Reaktion, die war, ja, wir können nach § 22 Aufenthaltsgesetz nur in ganz besonders ungewöhnlichen Bedrohungsfällen. Gut, und dann aber eben ein paar Wochen später geschafft worden, also sie ist jedenfalls nach Deutschland gekommen. Und das war jetzt noch vor der Welle sozusagen. Ich komme dann hinterher wieder vor allem also auf das Problem der Ortskräfte und der Schutzbedürftigen insgesamt zurück. Nächste. Eins wieder vor, das war zu schnell. Hier, genau. 11. September, vorher schon angesprochen worden, der Schock, der um die Welt ging. Und dann also eben schon zwei Tage später hat es am Brandenburger Tor so eine Kundgebung gegeben, kann man sich gar nicht vorstellen. 200.000 Menschen haben zur Solidarität mit den USA so demonstriert. Und da war auch bei uns also eben im Bundestag, auch bei uns in der Fraktion, waren sich ziemlich einhellig in der Situation, wo die USA so angegriffen sind, können wir uns nicht damit begnügen, denen ein Beileidstelegramm zu schicken. Also da muss irgendwie sozusagen eine tatsächliche Solidarisierung sein. Dann ist einem deutlich geworden, andere haben das wahrgenommen, ich zum Beispiel aber nicht, aber UN-Sicherheitsrat hat das wahrgenommen, dass Afghanistan zu dem Zeitpunkt ein sicherer Hafen für internationale Terrorgruppen war. Wo es da Ausbildung gab und so weiter und so fort und dass sowas also eben für internationale Sicherheit eine ziemliche Bedrohung war. Also dass man sich damit nicht abfinden konnte. Und dann... Es ging jetzt also eben dann, Entschuldigung, das muss ich noch vorher sagen, das wird oft also durcheinander geworfen, dann im November und Dezember 2001 bei den militärischen Reaktionen um zwei verschiedene, nämlich einmal Teilnahme an der US-geführten Antiterroroperation in Dumfries, 16. November, und dann am 22. Dezember ging es um die internationale Sicherheitsunterstützungstruppe ISAF. So. Und jetzt also eben bei dieser ersten Entscheidung, da ging es so um diese ersten beiden Punkte, Solidarität mit den USA und Afghanistan kein sicherer Hafen mehr für Terrornetzwerke. Und dann kam hinzu, dass nämlich der Kanzler das mit der Vertrauensfrage verbunden hat. Also alle Mitglieder von SPD und Grünen müssen das mit unterstützen, wenn nicht, wenn ich keine Mehrheit kriege, dann... Bin ich kein Kanzler mehr, dann gibt es die Koalition nicht mehr. Also da hat man jetzt auf einmal fieserweise diese Verbindung gehabt, nicht nur in der Sache von Krieg und Frieden über Krieg und Frieden zu entscheiden, sondern eben auch, dass die Zukunft von rot-grüner Koalition da dran hängt. Viele von uns haben das als Erpressung also schlichtweg also eben empfunden. Aber dann wurde mit ganz, ganz knapper Mehrheit dann diese Entscheidung gefällt zu dieser Teilnahme und dann ist eben fünf Wochen später, als auch ein politischer Prozess auf dem Petersberg also eben gelaufen war, unter der Leitung also eben der Vereinten Nationen, sollte dann also eben die Übergangsregierung durch eine internationale Sicherheitsunterstützungstruppe 5000 Mann in Kabul abgesichert werden. Und dieses Vorhaben, das stieß also im Bundestag weitgehend also auf Zustimmung, nämlich vor dem Hintergrund, Afghanistan hatte bis dahin schon 23 Kriegsjahre hinter sich.
Und ein solches Land, was so zerrüttet ist von 23 Jahren Krieg, mit so vielen Gewaltgruppen und so weiter, dem zu sagen, jo, dann seht mal, wie er da rauskommt. Nein, nein, da war also eben internationale Unterstützung grundsätzlich angesagt, deshalb war das also eben an sich eine Selbstverständlichkeit, nichts. Ja, und dann also eben, wie das dann umgesetzt wurde. 2003 war ich dann zum zweiten Mal da, links oben, ist jetzt nur schemenhaft zu sehen, das ist auf irgendeinem chaotischen Kabuler Markt. Und da konnten wir uns so bewegen, das sehen Sie jetzt noch schwächer. Diese Soldaten sind fast also im militärischen Freizeitlook sozusagen. Haben wir gerade einen Stall am Koppel aber, und keine sonderliche Weste und jedenfalls haben ziemlich frei haben wir uns da bewegt. Also ein Zeichen dafür, dass das die Sicherheitslage noch einigermaßen so maßvoll war. Und gleichzeitig war das Ausdruck für den speziellen Ansatz, weil nämlich in den meisten Hauptstädten, auch in Berlin und in New York, klar war, also da war zumindest bewusst, was den Briten in Afghanistan passiert war, was den Sowjets dort passiert war. Und das ist eine Vorstellung, man könnte einem solchen Land wie Afghanistan, einer solchen Bevölkerung, fremden politischen Willen mit Militär aufzwingen, nee. Nein, deshalb heißt Afghanistan ja auch Friedhof der Großmächte. Also war der Anspruch und der Vorsatz, ja nicht Besatzer sein, also das, was in ISAF drinsteckt, Assistance, unterstützend sein. Das war eben der Vorsatz. Aber in Wirklichkeit war das gar nicht so einhellig. In Wirklichkeit gab es dann eben nicht nur diesen Ansatz mit dem Light Footprint, sondern eben auch diesen strategischen Dissens, wo nämlich eben die USA in den ganzen ersten Jahren nicht sonderlich hielten davon, jetzt was für Aufbau verlässlicher Staatlichkeit zu tun, sondern da ging es darum, eben militärisch Terrorismus zu bekämpfen. Und dabei wenig Rücksicht zu nehmen auf Zivilbevölkerung. Dann kam also eben noch dazu, dass die Bush-Administration meinte, 11. September und Irak und Saddam Hussein hätten was miteinander zu tun. Das stimmte nicht, aber so war das dann so eben in den Köpfen also von solchen Spitzenideologen sozusagen. Und dann ist tatsächlich noch der Schwerpunkt des amerikanischen Engagements von Afghanistan, wo man gerade angefangen hatte, nach Irak verlegt worden. Und jetzt gerade im neuesten Spiegel, sehr interessantes Interview mit einem ehemaligen, bedeutenderen FBI-Agenten, der hat gesagt, mit dieser Verlagerung hätte man eigentlich schon in Afghanistan verloren damals. Damit wäre schon alles mögliche andere vorprogrammiert worden, lasse ich jetzt so stehen. Das gehörte also eben zu den wesentlichen Dissensen und dann also eben jetzt auf Seiten der Länder, die also eben Aufbau verlässlicher Staatlichkeit insgesamt gefördert wurden. Bundesrepublik hatte die Führungsrolle bei der internationalen Koordination der Polizeiaufbauhilfe. Ich habe die auch besucht, begleitet und die Kollegen haben, fand ich, und Kolleginnen haben da beeindruckende Arbeit gemacht, vor allem, was auch wichtig ist, auf gleicher Augenhöhe. Die sind dann nicht sozusagen als deutsche Polizeimissionare hin und ihr müsst so werden wie wir. Nein, nein, sondern das war sie eben, hatte ich den Eindruck, guten Ansatz. Der Nachteil allerdings, das waren 17 Personen. Und Polizeiaufbau in so einem Land ist ja, ne, ist ja ganz was Kleines. Also, ne? Fitte Truppe von 17 Leuten, die kriegen das natürlich so gebacken. Also das war jedenfalls so dann ein eminenter politischer Fehler, der exemplarisch war, dass nämlich die Aufbauunterstützung enorm unterschätzt wurde. Nächstes bitte. Ja, und dann also eben 2003 stellte sich auch heraus, darauf haben dann internationale Nichtregierungsorganisationen, Hilfsorganisationen hingewiesen, dass es schon wieder Kämpfe so im Land gab, dass humanitäre Hilfe nicht in die Provinzen so kam. Und dass deshalb also eben ISAF und NATO aufgefordert wurden, dann auch in die Provinzen zu gehen.
Naja, und da war aber eben klar, da kann man also nur sozusagen mit relativ kleinen Kräften hingehen. Die Bundesrepublik dann den Norden, Raum Kunduz also erstmal, und die anderen dann Briten sind dann 2006 dann also nach Helmand im Süden gegangen. Helmand ist die Provinz, wo bei weitem ungefähr die Hälfte des Opiums dort also angebaut wird. Und dann also eben waren die Briten, dann auch kurz danach also eben erfahren, sozusagen nicht, die waren da in Afghanistan gewesen, und man könnte ja meinen, oh, gutes Verständnis des Landes, aber wie sich herausstellte, so ganz und gar nicht. Und sind dann sehr schnell, die waren da, und kurz danach ging es los mit Guerillakrieg, Terrorkrieg. Die haben insgesamt in dieser Provinz 400 Soldaten ungefähr verloren. Ja, und dann rechts, das können Sie jetzt nicht sehen, da geht es also insgesamt um Auftrag dieser Provincial Reconstruction Teams. Und da ist dann das Auffällige, also wenn man jetzt da genau reingucken würde, da geht es dann so um Aufbau demokratischer Strukturen. Jo, also das ist ja grundsätzlich gut. Aber was soll das denn heißen? Was soll das denn heißen in einem Land mit einer anderen Geschichte, anderen Kultur und so weiter? Ne? Also damit kriegt man hier dann vielleicht eine Unterstützung oder eine Billigung also eben im Bundestag. Ist ja ein gutes Ziel, aber völlig vage. Und die Leute vor Ort, die haben sich dann jeweils gefragt, ja, was soll man denn jetzt genauer machen? Und wie soll man das überprüfen? Mussten sich, also das war eben auch so ein Grundfehler. Unklare, gefährlich. Nächstes Bild. Ja, und ich sagte schon oder deutete an, dass die Kräfte, die militärischen, zivilen, polizeilichen, die dahin geschickt wurden, relativ schwach waren. Und da plausiblerweise hat man sich gesagt, also die jetzt von der Bundesrepublik waren, dann sollten die von den verschiedenen Ressorts zumindest bestmöglich zusammenarbeiten. Deshalb Provincial Reconstruction Teams, und da sind dann also eben links oben in dem Schaubild, das ist dann schematisch also dargestellt, eben die Vertreter des Auswärtigen Amtes, des Verteidigungsministeriums, also Bundeswehr, Innenministerium, Polizei und Entwicklungszusammenarbeit dann so zusammengefasst. Also erstmal ein sozusagen plausibler Ansatz, aber wenn man das dann vor Ort gesehen hat, die Umsetzung sich angeguckt hat, naja, dann stellte sich das doch ein bisschen anders dar, angefangen mit dem Personalansatz. Denn Militär von vornherein in einer fremden Gegend, mindestens ein paar hundert Leute sind das. Und dann aber eben Entwicklungszusammenarbeit, vielleicht erstmal in einer Hand abzählend, und dann also eben, gut, kommen die Ortskräfte noch dazu, dadurch sind das dann so bald dann doch was mehr gewesen. Polizisten waren dann drei und Diplomaten einer. So, und die Vertreter des Auswärtigen Amtes, die waren immerhin für diese ja auch wieder so einfache Aufgabe zuständig, Unterstützung von verlässlicher Staatlichkeit. Also auch da wieder fortgesetzt, dieser Fehler von vorher, ne? Dass gerade also eben die zivilen Kräfte eben viel zu schwach also eben ausgestattet waren und dann keine abgestimmten Ziele, keine gemeinsame Vorbereitung, also insofern vernetzt sozusagen eigentlich sinnvoll, aber in der Umsetzung völlig unzureichend. Und dann, Entschuldigung, nochmal zurück, und dann nichtsdestoweniger, aber hat es erkennbare Fortschritte gegeben. Also ab 2003 war ich fast jedes Jahr so in Kunduz, und war toll, was man da an Fortschritten unterwegs also wirklich gesehen hat. Also im Bazar, bei den Straßen, Gesundheitswesen und so weiter, das war schon stark. Oder Begegnung links unten, Teacher Training College, da sind also von der Bundesrepublik insgesamt so 6 oder 7 da im Nordosten dann also eben befördert worden. Und die Begegnung mit den Studierenden waren klasse. Die haben kurz gesagt, danke Deutschland für die Unterstützung, und dann haben sie aus ihrer Arbeit erzählt und also eben auch gesagt, mit welchen Herausforderungen sie so zu tun hatten, und das war konkret und aber vor allem toll engagiert. Also die wollten was für die Kinder, für ihr Land wirklich hinkriegen. Das waren für mich also immer die, war da mehrfach hinterher auch unangemeldet, die hoffnungsvollsten Begegnungen, die ich da in dem Land erlebt habe. Oder rechts, da sind wir dann 2007, da ist ja so ein anderer Kollege auch vielleicht so schwach erkennbar, ne? Also Jürgen Trittin ist da auch auf dem Foto. Da waren wir in der Koranschule in Kunduz. Habe ich dann die Koranschüler gefragt, wie findet ihr die denn? Hier dann neben mir, der mit der Glatze, das ist so ein Bundeswehrhauptmann. Und
Haben die überlegt? Dann haben sie geantwortet, die verhalten sich anständig. Na, habe ich mir im ersten Moment gedacht, auch wenn man bei uns also in Deutschland sagen würde, jemand verhält sich anständig, dann denken manche auch, das ist so ein Gutmensch. Na, ich war Gutmensch. Aber dann ist mir eingefallen, na, in einem Land, wo Ehre und Respekt einen hohen Stellenwert hat und wo gleichzeitig die Skepsis gegenüber ausländischen Soldaten ganz erheblich ist, ist ein solches Urteil nicht schlecht, ne? Ja, also das war sozusagen eine gute Erfahrung. 14 Tage später, aber Selbstmordanschlag dort, also 3 zerfetzte Bundeswehrangehörige, 7 zerfetzte afghanische Zivilisten. Und dann ist die Situation da peu à peu gekippt, sozusagen, weil immer mehr aufständische Kräfte in die Provinz einsickerten. Nächstes Bild. Ja, und jetzt also eben sind wir in dem Prozess der Verschärfung. Einfach ein Jahr später wieder auch wurde einem da in der Nähe, also in Kunduz dann gezeigt, von wo aus dann immer wieder so ungelenkte Raketen abgeschossen wurden. Und bei dem Briefing, also im PRT, sagte der Kommandeur, ja, wir haben hier die Initiative verloren. Und wenn ein militärischer Kommandeur in einem Unruhegebiet sozusagen oder Konfliktgebiet sagen muss, wir haben die Initiative verloren, dann ist das sehr heikel, gelinde gesagt. Und wir waren als Obleute des Verteidigungsausschusses dort und haben das dann im Verteidigungsausschuss gesagt und dann die Spitze des Ministeriums, die antwortete uns, das ist die Sicht von unten. Und damit war das erledigt. Und das ist jetzt nicht einfach nur eine Anekdote, sondern das ist exemplarisch, weil ich das also eben so x-mal also im Grunde erlebt habe. So ab 2006, wo also eben Warnungen, da verschärft sich was, einfach abgetan wurden. So, und dann also eben ein weiterer Aspekt, also das unten, das ist ein Artikel in der FAZ gewesen, der Kampf um die Herzen der unglücklichen Brüder. Also da geht es darum, Gesprächskontakte, Verhandlungen mit den Taliban. Da gab es einzelne Initiativen, mal von den Briten, auch von deutscher Seite, also hinter den Kulissen, aber ein großer Verbündeter war erstmal dagegen. Mit der Haltung eben, nee, die müssen wir besiegen sozusagen, aber nicht mit denen verhandeln. Und dann aber eben, wir in der Fraktion haben uns nicht damit begnügt, das zu kritisieren, sondern, auch das können Sie jetzt nicht so lesen, aber fasst das also eben zusammen, in der rechten Seite zusammen, ich dann so aufgeschrieben, was wir an Alternativvorschlägen gemacht haben und also eben dazu gehörte dann zum Beispiel also eben ganz wesentlichen Strategiewechsel und eine Aufbauoffensive, ne? Stärkung endlich mal im zivilen Bereich, was ich vorher also als Mangelbereich genannt hatte. Ja, und dann wieder ein Jahr später, 2009, links da ist so eine Patrouille auf dem Rückweg im Raum Kunduz und kurz danach ging dann also eben ein sogenannter komplexer Hinterhalt los und ein komplexer Hinterhalt von der Dimension, der darauf zielte, einfach so eine ganze Zieleinheit mit 30 Mann insgesamt zu vernichten. Und das war der Übergang von einzelnen Hinterhalten und einzelnen Anschlägen zu richtigem Krieg am Boden. Richtig Krieg am Boden. Und von da an also eben am laufenden Band solche Gefechte mit vielen Opfern. Und Sie sehen, naja, mit dem Sehen ist das jetzt so ein Problem, muss das immer so ein bisschen eben erläutern. Bei den Kurven, die Kurven stellen da im Laufe des Jahres die Zahl der sogenannten Sicherheitsvorfälle, die militärischen Sicherheitsvorfälle, also Raketenübergriffe, Anschläge und so weiter. Und das sehen Sie, jedes Jahr geht die Kurve also höher. Jedes Jahr um 30-40% ging es hoch. Also eine verheerende Entwicklung. Nächstes bitte. Ja, und dann also eben unter Obama gab es einen Strategiewechsel, da hieß es sogar, oh, man müsste jetzt die Köpfe und Herzen der Gesellschaft, der Bevölkerung gewinnen. Ob das dann die richtigen Methoden waren, das steht jetzt also auf einem sehr anderen Blatt, aber sollte was also in die Richtung gehen. Und das hatte zumindest als kurzfristige Wirkung, dass jetzt erstmalig in 2011 ja, diese Sicherheitsvorfälle zurückgehen. Aber das war verbunden, also eben mit der Ankündigung, übermorgen ziehen wir ab. Und das war dann also eben gegenüber sozusagen den Taliban, also ein äußerst kluger Schachzug. Ne? Wir brauchten ja nur abzuwarten und dann war die Sache geregelt sozusagen. Und dann eben gab es den Übergang zu dieser Beratungsmission ab 2015, Resolute Support.
Und bei dieser Beratungsmission, da gab es nur noch relativ kleine Kontingente, die durften ausdrücklich nicht, also eben also Non-Combat, also nicht jetzt also eben Kampfeinsatz, sondern Beratung, und zwar allerdings dann nur noch auf der obersten Ebene. Und auf der obersten Ebene sozusagen im Lager. Aber man hat dann, die Berater haben nicht mehr mitgekriegt, was dann so ein General oder so ein Oberst dann damit angestellt hat. Also das war also insofern so eine halbherzige Beratung, muss man sagen. Nächstes bitte. Ja, und die Situation für die Menschen, für die Sicherheit, radikalisierte sich noch weiter. Und das obere Schaubild also ist aus den Berichten der politischen UN-Mission. Die bringen also jedes Quartal dann also eben Bericht über Zivilopfer im bewaffneten Konflikt raus. Und das ist so insgesamt die Entwicklung ab 2009. Und Sie sehen dann, auch wieder sehen ist gut, 2014 hat die Steigerung um 20% gegeben. Und das dunklere ist dann also eben, das dunkle Blau sind dann also eben die Todesopfer, die anderen, die Verletzten. Oder daneben habe ich geschrieben, die Zahlen sind offiziell in Kabul, glaube ich, fast nie veröffentlicht worden, aber dass alleine im Jahre 2017 Polizisten und Soldaten auf afghanischer Seite 10.000 ums Leben gekommen sind. Und vom letzten Jahr hieß es auch so ungefähr in der Größenordnung. Und in den Medien sind dann auch so solche Großanschläge berichtet worden, links, das war also 2016 bei einer großen Demonstration der schiitischen Hazara in der Gebetspause, Selbstmordattentäter, und da hat es dann ungefähr 80 Tote und 400 Verletzte gegeben. Das war der erste Anschlag von IS in Afghanistan. Und bis dahin hatte es Anschläge auf friedliche Demonstrationen nie gegeben. Also das war sozusagen jetzt eine andere Stufe. Oder dann ein Jahr später in der Nähe der deutschen Botschaft, hinten das zerstörte Kanzleigebäude, da über 100 Tote und über 600 Verletzte. Also das war jetzt inzwischen eine Art von Anschlägen, womit der Begriff gekommen ist, Massakeranschläge. Also solche Ausmaße. Das nächste. Ja, und einerseits passierte das und andererseits in anderen Regionen passierte genau das Gegenteil. War es relativ sicher. Und hier zum Beispiel 2015 war ich da und dann nochmal großes Berufsbildungszentrum bei Masai-Sharif von Deutschland also eben gefördert und da so eben also Landwirtschaftsschule, Ingenieurschule, Berufsschullehrerakademie, 1700 Studierende, erheblicher Anteil von Frauen also eben dabei. Und als ich vor 2 Jahren das letzte Mal da war und dann hörte, das Gebiet darum sei Taliban kontrolliert, da hörte ich gleichzeitig von dem deutschen Verbindungsmann, der da also eben das Team also leitet, die unterstützen, kein Problem. Kein Problem, weil nämlich solche Art von Einrichtungen in der Bevölkerung voll verankert sind. Die Bevölkerung, die Eltern wollen also eben auch, dass ihre Kinder gerade Berufsbildung, ne? Und zwar eine angepasste Berufsbildung, nicht irgendwas Hochgestochenes, dass die das kriegen, dass auch Mädchen also eben sowas machen können und offensichtlich in dem Gebiet dann also eben die Taliban, die örtlichen, also eben was pragmatischer, sag ich mal, also eben eingestellt, sodass die also eben keine Probleme hatten, noch letzte Woche mit dem telefoniert, bis heute keine Probleme gehabt. Das ist also eben immerhin. Und das ist ein Einzelbeispiel, aber da gibt es also eben eine ganze Reihe von anderen Beispielen. Next. Ja, und dann also eben im Februar letzten Jahres gab es dann ja also den Vertrag zwischen USA und Taliban. Die afghanische Regierung war ja ausgeschlossen also eben dabei, Gesellschaftsvertreter also auch. Und Sie haben das ja wahrscheinlich noch also in Erinnerung, dass so da von Taliban-Seite eben zugesagt wurde, von Afghanistan soll keine terroristische Bedrohung mehr für international und für USA und so weiter ausgehen. Und umgekehrt, Trump-Administration hat zugesagt, Abzug bis Ende April diesen Jahres. Ja, das war die Abmachung. Und das ist dann also eben vielfach also auch schon angekündigt worden als Vorzeichen dafür, dass die Taliban jetzt bald also an die Macht kämen. Nächstes bitte.
Und dann also eben der neue Präsident, von dem bekannt war, dass auch er abzufolgen, gut, das war insgesamt, inzwischen war das auch in der sogenannten Staatengemeinschaft ziemlich Konsens, dass es jetzt also eben bald einen Abzug geben muss. Das war also eben, da gab es gar keinen Streit drum, nur also eben dann das Wie war uns umstritten. So, und Präsident Biden hat dann also eben, ebenfalls angeordnet, den bedingungslosen Abzug in weniger als 5 Monaten, weil nämlich das Primärziel, nämlich Al-Qaida sozusagen international angriffsunfähig zu machen, weil das also eben erreicht worden sei und weil für die USA jetzt andere sicherheitspolitische Herausforderungen viel wichtiger wären. Also ist erstmal realpolitisch ist das also eben plausibel, gleichzeitig aber sind da also eben bestimmte Fragen also nicht berücksichtigt worden, nämlich also eben der Ansatz, habe ich vorher gesagt, mit Petersberg und ISAF und Vereinten Nationen, verlässliche Staatlichkeit auch was zu fördern, spielt auf einmal für den US-Präsidenten keine Rolle mehr. Ihr habt euch wohl vertan. Also das war sehr eigenartig und dann also eben auch alle anderen, die mit Afghanistan die damit zu tun haben, haben gesagt, eine solche Art bedingungsloser Abzug programmiert im Grunde vor, dass ganz schnell die Taliban die Macht ergreifen. Und das also eben wird auch deutlich, auch das können Sie jetzt nicht sehen, aber das steht da zumindest, die Achillesfersen, die ich also genannt habe, nämlich, dass die Sicherheitskräfte, die afghanischen zum jetzigen Zeitpunkt, sondern vor einem Monat, die waren völlig abhängig noch in kritischen Lagen auf amerikanische Luftunterstützung, dann auf Intelligence, also Nachrichtendienste, Aufklärung. Und dann ganz wichtig, das ist so Ende letzten Jahres ist mir das aufgefallen in verschiedenen Studien, dass nämlich die Wartung dieses ganzen Militärs und der Polizei zum größten Teil abhängig ist von amerikanischen Contractors. Die machen das zu 80%. So, und da können die noch so viele Geräte auf dem Hof haben, wenn die Wartung nicht mehr läuft, ja, dann ist das viele tolle Gerät, ist dann einfach ein Schrotthaufen. Und so war es eben. Und deshalb war es absehbar seit vielen Monaten, wenn diese Art, ich sage ausdrücklich, diese Art von Abzug geschieht, dass dann die nicht länger als einige Wochen oder wenige Monate überhaupt halten können. Ja, nächste. Diese Contractors sind Privatunternehmen? Ja, das sind private Sicherheitsdienste, die dann also solche Kräfte dann stellen. Ja. Ja, und dann, das haben wir ja also eben intensiv verfolgt in den Medien, ne, dieser Blitzvormarsch also eben der Taliban und wo dann auch wiederum viele Übernahmen von Distrikten sind ja auch, muss andererseits sagen, Gott sei Dank, also ohne sonderliche Kämpfe damals eben gelaufen. Und dann aber eben auch war auffällig, dass sehr schnell vor allem im Norden und Nordosten, wo also eben viel deutsches Verantwortungsbereich war, dass da so besonders schnell also eben sozusagen erobert wurde. Und das hat damit zu tun, weil da nämlich an sich die regionale Basis also eben für die frühere Nordallianz war und für viele Chefs sozusagen in Kabul. Und das hätte dann also eben sozusagen Rückzugsraum sein können für die Opposition. Und das ist von vornherein dann also eben sehr gekonnt abgeschnitten worden. Und dann muss man sich vorstellen, die Provinzstädte, die zum Teil Hunderttausender Städte sind, die sind innerhalb von, wie war es, vom 6. bis 15.8. Sind die dann also eben gefallen. Und da war auch durch die Bank also eben die Erfahrung, naja, die Regierung ist schnell geflohen und dann also eben die Sicherheitskräfte, die meisten haben dann nicht zur Waffe gegriffen. Und da gibt es dann eben auch so in der Äußerung von manchen also im Westen, ach die Feigen. Und das ist also eben allerdings abwegig wie nichts, weil nämlich die Aussichten dieser afghanischen Soldaten und Polizisten in der Situation war absolut hoffnungslos, absolut hoffnungslos. Und die Taliban waren da so geschickt und haben dann durch Verhandlungen, Vermittlung von Stammesältesten und so weiter denen Angebote gemacht. Wenn ihr nicht zur Waffe greift, kriegt ihr was Geld dazu, freien Abzug. So, und die hatten zum Glück keine Stalingrad-Mentalität, die egal was für ein Blutbad kommt und in dem man dann absäuft, dann trotzdem also weitermachen. Also, und dann ist eben sehr interessant auch, war eine Reportage in der FAZ, fatales Gerücht, dass nämlich in dem Land spielen Gerüchte eine besonders starke Rolle. Und seit diesem Abkommen von Doha war sehr verbreitet das Gerücht, die Amerikaner wollen sowieso das Land an die Taliban geben.
Und das war dann auch sozusagen so ein Tiefschlag, also für die Moral nichts. Ja, und die Bilanz von alledem, da haben Sie das ja dann jetzt auf der Rückseite zu sehen, aber da brauchen wir jetzt auch nicht also alle Zeilen da so durchlesen. Aber ich habe ja das meiste davon auch schon gesagt, also über Komplexität dieses Einsatzes, es waren so viele beteiligt und so, das war von vornherein strukturelles Durcheinander, dann ganz elementar, dass je größer die dort Verbündeten waren, desto geringer die Landeskenntnis und Konfliktverständnis war. Und was inzwischen auch von hohen amerikanischen Generälen zugegeben wird. Wir hatten keine Ahnung. Man hatte Vorstellungen davon, was mit dem Land werden sollte, aber keine Ahnung, wie das Land überhaupt aussah, woher das Land kam. Also das ist, also und das hat damit zu tun, gibt es öfter so in der Weltgeschichte, je stärker jemand ist, desto größer ist die Hybris, ich kann alles schaffen. Man braucht gar nicht also auf die Verhältnisse achten und so. Also das spielte eine enorme Rolle. Dann also eben auch, habe ich auch Andeutungen dafür gegeben, so diese Schönrednerei, die selektive Wahrnehmung, Warnungen weggewischt. Zusammengefasst, Knackpunkt zum Ergebnis bin ich jetzt so seit 6, 7 Jahren gekommen. Das hat sich auch mit der Zeit dann so durch die Beobachtung ergeben. Knackpunkt an diesem ganzen strategischen Scheitern war ein kollektives politisches Führungsversagen in vielen Hauptstädten. Und das insbesondere oder angefangen Washington, Kabul, Islamabad und bei sozusagen Folgemodus von vielen Verbündeten, das gilt auch für die Bundesrepublik. Also man hat wohl die Stirn gerunzelt und man hat wohl gesagt, wir machen das was anders. Aber insgesamt sozusagen ist man dann dem großen Schiff gefolgt dabei. Und das ist eine wichtige Feststellung, weil ja Zehntausende dahin im öffentlichen Auftrag geschickt wurden, nach meiner Beobachtung zumindest, das ist ja nicht repräsentativ, eine empirische Untersuchung, und nach meiner Beobachtung sage ich, dass für dieses Scheitern nicht verantwortlich war das Bodenpersonal. Die haben sich sehr oft nach meiner Beobachtung sehr gut und auch sehr, ja, geradezu empathisch also eben dann eingesetzt. Also an denen fand ich das nicht. Stopp, einmal noch zurück. Eine Nachfrage, was meinst du denn mit nachhaltiger Terrorbekämpfung? Nachhaltige Terrorbekämpfung, dass man an die Nährböden auch vor allem geht. Die Ursachen. In die Flüchtlingslager in Pakistan. Ja, das gehört dazu. Aber sonst diese Methode, Terrorismus sozusagen, also so stärkerer, verankerter Terrorismus, das ist eine Hydra. Und da ist eine Methode immer, Köpfe abschlagen. Die wachsen nach wie nix. Ja. Und das hat sich auch gezeigt. Heute hat man mehr Al-Qaida auf der Welt als damals. Ja. So, nächstes bitte. So, und dann also eben zu den Ortskräften, also dieses Patenschaftsnetzwerk, das gibt es jetzt seit ein paar Jahren, bin da auch so was Mitglied seit einiger Zeit. Und da haben wir dann einen Aufruf am 14. Mai veröffentlicht, 14. Mai, dass jetzt also eben dringend was für die Aufnahme, für die Evakuierung von Ortskräften gemacht werden müsste. Und zwar rechtzeitig, weil ja nämlich, das war noch verbunden mit Visumverfahren und Visumverfahren, das dauert mindestens 2 bis 3 Monate und ist nicht unkompliziert und dann so weiter. Also da haben wir, und dieser Aufruf wurde toll unterstützt, haben wir gute Prominente sozusagen gekriegt. Presseresonanz war auch klasse, aber bis heute haben wir von den Ministerien keine Antwort darauf gekriegt. Und dann also eben das Patenschaftsnetzwerk ist selbst aktiv geworden, hat also eben für ehemalige Ortskräfte in Kabul sogenannte Safe Houses also angemietet. Also sichere Unterkünfte, die auch geschützt waren, 3 Stück, wo 300 Leute drin waren. Und jetzt letztendlich das Ergebnis von diesen Ortskräften hat man dann zum Flughafen gebracht in die Maschinen. 4 Personen. Die anderen sind nicht durchgekommen. Und insgesamt sind jetzt bei der großen Evakuierung Ortskräfte so um 240 rausgeholt worden. Auch das ist noch also eben minimal,
zusammen jetzt mit Familienangehörigen noch 900 so dazu, aber etliche tausend, Schätzungen gehen bis 8000 und Schutzbedürftige, da ist jetzt die Schätzzahl so 40.000, die bisher nicht. Da wird jetzt gearbeitet an humanitären Korridoren sozusagen auf dem Land. Das ist zumindest, also das sind noch gewisse Aussichten. Ja. Also stopp, wie soll das denn gehen? Die Taliban machen Straßensperren überall. Die wollen ja gar nicht mehr, dass das Land noch weiter ausgedünnt wird mit guten Leuten. Entschuldigung, das geht jetzt über die Verständnisfrage hinaus, nehmen wir gleich wieder auf, weil da also eben hätte ich ja noch eines dazu. Ne? Okay, das ist jetzt aber das Letzte und das ist auch eilig, ne? Du bist mir auch schon im Grunde dazwischen. Ne? Könnte ich, ist ja auch, ja, ist ja auch der Letzte jetzt, ja, weil es ja dann also um die Perspektiven geht und ich wage jetzt nicht also eben dann zu sagen, das muss sein, das muss sein, das muss sein, sondern also werfe einfach die Fragen auf, also weil das so viele gigantische Herausforderungen jetzt sind. Also eben einmal die Grundversorgung der Bevölkerung so schlichtweg, wo jetzt die Preise enorm hochgehen, die vervielfachen sich. Dann also eben kommen die Leute nur ganz begrenzt also an Geld. Dann also eben viele Importwaren, die kommen also auch nicht ins Land, also eben auch was Lebensmittel angeht, das also eben hinzukriegen. Also es droht also eine ganz, ganz harte und breite Hungersnot. Viele Millionen Binnenvertriebene gibt es dann. Die politische Ausrichtung und Klärung bei den Taliban ist noch sehr, sehr unklar. Das Auftreten bisher war bemerkenswert moderat. Ich habe da auch ein Beispiel für genannt, kenne auch andere Beispiele. Aber gleichzeitig hört man inzwischen auch also manches andere. Es gibt also eben dann Erschießungen also von Sicherheitskräften, dann also eben Frauen, also in bestimmten Bereichen, in Medien dürfen nicht mehr, also für Frauen geht es jetzt auch, also was die Frauenrechte angeht, also sehr schnell also runter. Also das ist also eben insgesamt also ein sehr noch in Bewegung befindliches, befindliche Entwicklung. Dann also schließlich, muss man ganz nüchtern sagen, die Gefahr, dass das jetzt noch tiefer abrutscht, nämlich in einen entfesselten Bürgerkrieg, ist akut. Das ist nicht nur einfach sozusagen so eine Möglichkeit, sondern also eben, ja, gut, Drogenökonomie, da gehe ich jetzt drüber, dann, dann also eben, was die Ortskräfte angeht, Frauenrechtlerinnen, die vielen, dann die Minderheit der Hazara, die also eine schlimme Verfolgungsgeschichte so unter den Taliban haben. Auf der anderen Seite, wie geht es weiter mit den Hoffnungsinseln? Und dann schließlich das Letzte. Wie geht es weiter mit einem Lernen aus dem großen Scheitern? Und ich persönlich also habe seit 2006 darauf gedrängt, dass endlich aus so einem Einsatz gelernt werden muss, indem man immer prüft, was bringt es, was bringt es nicht, wo laufen Fehler, was muss man korrigieren, was muss man, womit muss man aufhören und so. Das ist über 15 Jahre an sich immer gegen Gummiwände gegangen. Dann seit neuester Zeit sind jetzt alle dafür in Berlin. Ich habe das bei den Debatten mitbekriegt. Ja, Bilanzierung, klar. Und gestern eben, ich bin ja im Beirat Zivile Krisenprävention auch, haben wir dann von der Bundesregierung vorgestellt bekommen, was die jetzt vorhaben. Aber die haben als Evaluierung nur etwas vor, dass sie ihre Verfahren überprüfen, ihre Prozesse. Aber was sozusagen die Wirkung war, nö, gehört nicht dazu. Und unser Drängen und mein Drängen war vor allem, es muss vor allem geguckt werden, die politisch-strategische Ebene, was ich vorher nannte als Knackpunkt. Nö, wurde mir da vom Auswärtigen Amt gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Gut, aber daran sind wir, aber jetzt mache ich Schluss. Danke.